Ich darf euch ganz herzlich auf das Ende der GPN vorbereiten. Die 20. Gulasch-Programmiernacht geht zu Ende, aber es gibt noch ein paar interessante Zahlen, Statistiken, Teams, die hier unermüdlich gearbeitet haben für euch, die euch ein bisschen was erzählen wollen, was so alles passiert ist. Und genau. Falls jetzt noch Leute draußen warten, warten noch Leute draußen? Okay, sonst hätten wir jetzt den Defragmentationstanz gemacht. Aber dann kommen wir jetzt einfach direkt zum Infrastructure Review und Closing der GPN 20. Und es gibt jede Menge Teams, die was vorbereitet haben. Aber das Allerwichtigste, das seid ihr, unsere Teilnehmer, unsere Trolle. Es haben sich insgesamt über 500 Trolle registriert. Davon haben sich auch 361 als angekommen markieren lassen. Es sind über 1400 Stunden getrollt worden. Das Ganze ist ein Counter, der von heute Mittag um 12 ist. Das heißt, es geht noch weiter. Denn alles, was aufgebaut wird, muss natürlich auch abgebaut werden. Wir sind auf jede Hilfe angewiesen, diese GPN zu einem guten Ende zu bringen. Denn ne, wenn eine Person 500 Sachen macht, ist das ziemlich viel Arbeit. Wenn 500 Personen eine Sache machen jeweils, ist so eine GPN ganz schnell zu Ende. Und wir können das Gebäude sauberer verlassen, als wir es bekommen haben. Und das ist doch auch unser Ziel. Ich habe schon Statistiken vom Info- und Merch-Desk bekommen. Der GPN 20 Merch war leider diesen Samstag schon ausverkauft. Um 17:30 Uhr, das war tatsächlich nur wenige Stunden, nachdem wir auch den freien Verkauf eröffnet haben. Leute geben immer wieder lustige Sachen ab. In der Regel sind das eher kleine Sachen, sowas wie, ich habe hier ein Notebook gefunden, ich habe hier ein Ladegerät, ich habe hier ein Handy, aber anscheinend finden Leute auch Zelte auf der GPN. Ich weiß nicht, es war warm, aber wir sind ja auch nicht das Camp. Okay. Aber als nächstes haben wir natürlich auch ein großartiges Team, das sich um unsere Einkäufe kümmert, denn es ist so, man kann super viel planen für so eine GPN, aber den OCs fällt halt leider auch erst auf der Veranstaltung ein, oh, wir brauchen da irgendwas. Und damit gebe ich kurz ab an Sterling vom SPOC, dem Spontaneous Purchase Operations Center. Ja, vielen Dank. Wie auch jedes Jahr haben wir ganz viele Tickets bekommen, weil irgendwie Bestellungen durcheinander gekommen sind oder Leute mal eben Dinge haben wollten. Und frei nach dem Motto, für unmöglich haben wir 2 Wochen Lieferzeit, haben wir natürlich auch alles irgendwie abwickeln können. Dabei haben wir natürlich auch, mussten wir leider ein bisschen durch die Gegend fahren, haben es aber irgendwie geschafft, das Ganze auf 312 Kilometer an Stadtmobilfahrten zu reduzieren. Das waren dann ungefähr circa 25 Fahrten zu Metro, wobei das kann variieren, wir haben nicht genau mitgezählt. Dabei haben wir dann in unserem Jira auch über 70 Tickets schalten können, beziehungsweise erledigen können, die erfolgreich erledigt wurden. Ja, wie jedes Jahr. Also, weiß ja nicht. Irgendwie gab es so ein paar Bestellungen, die sind aus dem Ruder gelaufen. Wir mussten zum Beispiel extra mal in den Fressnapf fahren, um zum Beispiel einen Gummihuhn zu kaufen. Leider gab es keine Menschen, die irgendwie dann noch ein Hundehalsband mitgebracht haben wollten. Schwierig. Nebenbei haben wir dann auch an einem der Tage erfahren, dass es dieses Jahr auch wie jedes Jahr und wie auf dem Camp Perlenbacher Premium-Pilz gibt, was natürlich besorgt wurde und auch gut verkauft wurde. Das waren insgesamt 265 Dosen. Dafür sind wir zweimal in einen Lidl gefahren. Das war sehr witzig. Die Leute haben uns sehr, sehr, sehr komisch angeschaut. Wir durften auch einmal ins Lager rein, weil sie nichts mehr auf Palette hatten, damit wir das besorgen konnten. Aber insgesamt kauft Perlenbacher.de. Ist gut. Genau, fürs Frühstück haben wir dann noch irgendwie 5,5 Kilo Oberster gekauft. Der ging irgendwie sehr erstaunlich gut weg. Der ging so gut weg, dass wir danach sauber machen mussten, weshalb irgendwer 15 Liter Sterilium-Desinfektionsmittel geordert hat. Und weil das Ganze natürlich auch beleuchtet werden wollte, haben wir irgendwie Lampen gekauft, weil nicht genug Lampen da waren. Und wir die Lampen natürlich irgendwie verteilen mussten. Ja. Tja.
irgendwie wurde es dann auch einmal sehr, sehr heiß und dann haben auf einmal mehrere OCs angefragt, Windmaschinen zu besorgen, weshalb das Bauhaus auf kurzfristig an Windmaschinen knapp wurde. Wir haben Gott sei Dank die Stromrechnung nicht gesprengt. Für alle Menschen, die irgendwie geholfen haben, wir haben es geschafft, 1 Kubikmeter Helferwasser heranzuschaffen, die am ersten Tag relativ schnell verbraucht waren. Wir konnten aber Gott sei Dank auch schnell Nachschub holen. Ja, wir haben natürlich Bilder gemacht. Frühstück mit Bareinkauf. Und das da oben sind die Snacks. Keine Sorge, das ist die erste Fahrt. Nachdem wir hingekommen sind, als wir zur Bar gekommen sind und das Ganze zur Bar gebracht haben, kam die Bar und meinte, nee, ihr braucht nochmal die vierfache Menge. Witzig, aber naja, war zeitkritisch. Wir konnten uns aber natürlich wie immer auf unser OC verlassen, beziehungsweise auf unser Backoffice, was gekonnt quasi nichts zu tun hatte. Und eigentlich konnten sie jede Anfrage von uns gut abmanagen. Genau, das war's für uns für dieses Jahr. Ich gehe weiter an das POC. Ja, das POC hatte dieses Jahr 19 Deckantennen aufgestellt, eine sogar in einem Hotel. Wir hatten 316 Deckregistrierungen. Für uns das erste Mal, dass wir eine Autoregistrierung hatten, die am Anfang ein wenig gehakelt hat, aber dann ab Tag 1 am Abend ordentlich funktioniert hat. Es hatten 230 Leute sich an SIP-Anschluss geklickt und wir haben 12 Tischtelefone aufgestellt. Genau, und das Deck hat natürlich wie immer bis zum Dönermann gereicht, dass man da auch noch telefonieren kann und Leute hinholen kann, wenn man mit mehr Döner essen wollte. Ich würde dann weiter ans Noch geben. Ja, wir haben beim NOC eine Tonne Equipment aus den Niederlanden von Event Infra ausgeliehen. Das waren so 500, 600 Einzelteile. Wir hatten 70 Switche, das macht 3000 Ports. Das sollten also so ungefähr 1,5 Ports pro Teilnehmer sein. Ich hoffe, ihr habt alle genügend Ports gefunden. Wir hatten auch zum ersten Mal auf den Tischen 10 Gigabit über Kupfer für die Teilnehmer. Wir hatten dieses Jahr 55 Access Points. Davon auch welche mit 6 GHz, was ein bisschen tricky war, wer das ausprobieren wollte. Ich habe dann meine Firmware für den Kernel nicht hingefrickelt bekommen, irgendwie rechtzeitig, dass es noch klappt bei mir. Ich glaube, da wurden Patches während der GPN für geschrieben. Ah, sehr gut. Mir wurde ja eingeflüstert, dass jemand Patches dafür geschrieben hat während der GPN. Sehr gut. Vielleicht dann zum nächsten Event. Ja, wir hatten den redundanten Proxmox-Cluster für unsere VMs. Der war ein bisschen oversized, aber die Hardware hatte halt gerade jemand übrig, TM. Mit 144 Cores und ja, 944 GB RAM. Die Zahl ist deswegen krumm, weil irgendwie ein Riegel kaputt war oder so. Das Setup war gespiegelt und redundant, in Anführungszeichen. Das hat uns auch ein bisschen getrollt. Noch härter getrollt wurde aber das VOC, deren Hardware aus Berlin nicht ankam teilweise und die deswegen noch schnell eine virtuelle Maschine bei uns geordert hat. Genau, wir haben diesmal 200 Gigabit Internet gebaut, dank freundlichen Firmen, die uns das gesponsert haben. Ihr habt diesmal auch wirklich viel genutzt. Der Peak war so 40,8 Gigabit am Samstagnachmittag. Wir haben 90 Tickets in diesem Jira abgearbeitet und manche bei uns mögen das Tool, manche nicht. Eventuell wurde dann am Abend auch gesagt, wenn ich noch einmal Jira höre, dann raste ich hier aus. Wir haben 1800 Zeilen Text im IRC geschrieben während der Veranstaltung, um uns abzusprechen. Es wurde vom NOC auch eine Fahrradtour organisiert, um mal so ein bisschen zu gucken, wo kommt das Internet her, wo laufen hier die Fasern lang. 20 Personen mal 18 Kilometer macht 360 Kilometer, die fürs NOC geradelt wurden. Genau, wir haben hier so ein paar schöne Fotos. Das wichtigste Stück Hardware war diese Cisco-Zapfanlage. in der oberen Ecke sehen wir nochmal die Colo, die auch ganz gut genutzt wurde dieses Mal. Und hier unten sehen wir das NOC beim Vorbereiten der Switche am Donnerstagmorgen oder Mittwoch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Irgendwie so die Tage verschwimmen mit der Zeit ein bisschen. An der Stelle müssen wir uns auch noch bedanken bei der Firma Global Ways, die uns eine Juniper MX204 ausgeliehen hat. Den ganzen fleißigen Trollen, die uns beim Glasfaserziehen geholfen haben
und dem Team, was irgendwie seit Februar irgendwie ja alle paar Wochen sich getroffen hat, um Dinge vorzubereiten und zu planen. Und natürlich am allermeisten bedanken müssen wir uns bei euch, weil wenn ihr das hier nicht nutzen würdet und nicht zu schätzen wüsstet, dann hätten wir keinen Grund hier zu sein. Damit zum Wort. Hi, ich bin Hexian, das ist Ember, wir sind vom C3 VOG. Wir haben insgesamt 67 Talks aufgezeichnet. Davon ist auch schon fast alles released, nur das von heute ist noch in der Mache. Das werden dann am Ende insgesamt so um die 59 Stunden und 15 Minuten sein. Und da steckt auch sehr viel Arbeit drin, zum einen bei uns im Team, aber auch von uns nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Videotrolle, die uns mit mehreren 100 Stunden Arbeit unterstützt haben. Genau, danke an die 44 von euch. Natürlich sind auch die Winkelkatzen wichtig, diese winkt nicht. Wir haben 6 Stück davon, die hoffentlich alle halbwegs vernünftig winken. Die Streams wurden natürlich auch schön geschaut, da gibt es schöne bunte Graphen. Wir haben auch ein paar Bilder. Danke an die Veranstaltungstechniker vom ZKM für eure Hilfe. Ihr könnt euch gerne mal kurz umdrehen alle zu den Technikern und denen auch klatschen. Und wir waren hier ja nun schon ein paar Mal, deswegen war das alles ein etwas bekannter Aufbau und eine sehr gute Zusammenarbeit. Es ist natürlich auch nicht alles gut gelaufen, wie ihr schon vom Log gehört habt. Unser Servercase ist leider nicht angekommen und dann hatten wir auch noch einen Hardwareausfall. Das haben wir aber gut aufgefangen, weil wir zufälligerweise schon genügend Hardware da hatten. Leider wurde die Demoshow dadurch in niedriger Qualität übertragen. Es soll allerdings eine qualitativ hochwertigere Aufzeichnung geben. Da wird noch gefrickelt. Weil uns das Log natürlich nicht YOLO genug war für unsere Colo, haben wir das selber gemacht und haben einfach alles, was wir an Hardware hatten, also unseren Encoder, den wir für Storage verwendet haben, und unsere Minions einfach hinter unsere Bank ins Office gestellt. Ja, genau. Das war's vom VOG, vom Waffle Operation. Moment, nee. Ach nee, die kommen gleich. Wir sind das Video Operation Center. Stimmt. Ist ein L3D im Haus oder muss ich die Waffelgeschichten übernehmen? Meldet sich niemand gut. Dann übernehme ich einfach mal für das VOG die Statistiken. Das Waffelzelt war dieses Jahr ein 6-Core-Waffelzelt mit 1,2 Waffeln pro Minute Durchsatz. Es gab 4 verschiedene Waffelformen, unter anderem auch Waffel am Stiel, habe ich gesehen. Die Waffelschlange, muss man sagen, war die längste Schlange, die wir outdoor auf der GPN hatten. Leider, aber zeigt nur, wie beliebt Waffeln sind. Es gab über 340 Croissants, die zu Waffeln gebacken wurden. Es gab 10 Portionen veganen Teig und 38 Portionen klassischen Waffelteig. Aus jeder Portion Waffelteig kommen etwa 60 Waffeln, ne? Also über 2500 Waffeln wurden gebacken. Krass. Es gab auch dieses Jahr Waffel-Innovationen. Unter anderem in braunen Zucker panierte Waffeln im Blätterteig. Okay. Und es wurde mit dem veganen Teig experimentiert, unter anderem mit Eiersatzpulver. Und dann haben wir jetzt noch Waffelporn. Wunderbar. Es gab natürlich nicht nur Waffeln zu essen, auch unsere sonstige Food-Versorgung und Gulasch-Versorgung hat wunderbarste Arbeit geleistet und euch über 3000 Portionen Essen gekocht, mehr als 1000 jeden Tag. Dafür gab es 500 Kilogramm Kartoffeln, die sowohl im Gulasch waren, als auch im Curry, als auch als Kartoffelecken serviert wurden. 60 Kilogramm Sojaschnetzel-Trockenmasse wurden verbraucht. 100 Kilogramm Zwiebeln, 100 Kilogramm Paprika. Jeden Tag haben die Leute über 12 Stunden da im Zelt verbracht und für euch gekocht. Und
das kommt noch da drauf, kommen halt die über 20 Trolle, die die ganze Zeit da geschnippelt, klein gehackt, gespült vor allem haben. Und auch da gibt es 90 Unique Trolle, also verschiedenste Leute, die da geholfen haben. Und auch da haben wir eine kleine Bildercollage zusammengearbeitet von den tollen Helfern und der wunderbaren Küche. Und es hat, glaube ich, einen Applaus verdient. Wenn es was zu essen gibt, braucht es auch was zu trinken. Das heißt, wir haben eine Bar gehabt und dieses Jahr haben wir nicht nur eine Bar gehabt, sondern zwei, nämlich erstmal eine Premium-Cocktailbar. Ich verstehe die Statistiken teilweise auch nicht, aber 23,4 Liter puren Ethanol verkauft in 51 Liter Cocktails, okay. Es gab 8 Cocksmiths, die euch die Cocktails gemischt haben. Und ich weiß nicht, wie die Statistik zusammenkommt, aber 9.350 Punkte hätte die Cocktailbar in Flensburg verursacht, wenn das eine Person getrunken hat. Ab 0,5 Promille gibt es Punkte, okay. Und da kann man... ich verstehe. es gab aber natürlich noch unsere ganz klassische Bar, die euch mit allerlei Leckereien aus Mate, Rum und Limette versorgt hat. Dafür wurden über 600 Kilogramm Limetten bestellt und geliefert, die alle von euch klein geschnippelt wurden und ja, zu Cocktails verarbeitet wurden. Knapp ein Obelix brauner Rohrzucker. fünf Kubikmeter Mate habt ihr getrunken hier auf unserer Veranstaltung. Die Küche hat natürlich auch gebacken, nicht nur Flammkuchen und Pizza, nein, es gab auch Kuchen, den ihr an der Bar kaufen konntet. Knapp eine Tonne Crushed Eis und Eiswürfel wurden von der Premium Bar und Bar verbraucht. Und ebenfalls etwa ein Obelix Snacks wurde gegessen. Krass. Und natürlich, so ein paar kuriose Sachen passieren auf so einer GPN immer wieder. Unter anderem, das Nock hat es schon erwähnt, es gab eine Internet-Cycling-Tour zu den schönsten Rechenzentren, Manholes und Glasfasern der Stadt. Nachdem es aus hygienischen Gründen kein Bällebad gab, hatten wir immerhin einen Bälle-Smart. Und wir wurden das sehr häufig gefragt. Die Tische standen wirklich so, dass da Reset GPN 20 steht. Das war kein Witz und ich glaube, ihr habt das auch gemerkt. Es gibt natürlich noch andere kleine Kuriositäten. Unter anderem waren wir die internationale Retourenabwicklung für die MCH. Also das Hackercamp in Holland hat, Portokosten zu sparen, einmal bei DHL in Deutschland eingeworfen und dann die GPN als Rücksenderadresse angegeben, weswegen wir so einen Stapel an, wirklich mannshohen Stapel an Rücksendegeschichten bekommen haben. Aktualisiert vielleicht im Wiki mal eure Adresse oder checkt, ob an den Adressen, die da so angegeben sind, auch Pakete ankommen können, weil sowohl die GPN-Plakate als auch die MCH-Plakate kommen regelmäßig zu uns zurück und das ist auch irgendwie ein bisschen schade. Was uns auch aufgefallen ist, wir hatten erstaunlich wenige Probleme mit Leuten, die quasi sich nicht an das Hygienekonzept halten wollten, innen keine Maske tragen. Das ist tatsächlich im niedrigsten zweistelligen Bereich geblieben an Leuten, die wir hier der Veranstaltung verwiesen mussten und das hat auch, glaube ich, einen Applaus verdient. Und was auch neu war, zum ersten Mal gab es unsere Lounge live auf UKW in ganz Karlsruhe. Das heißt, Radio an und mithören von überall. Haben wir sehr positives Feedback zu bekommen vom Querfunk. Was dieses Jahr auch besser funktioniert hat, wir haben ja vorhin gehört, wir haben knapp so einen Kubikmeter Helferwasser gekauft. Das sind Einwegflaschen und wir haben dafür Pfandsäcke aufgestellt. Und das hat dieses Jahr im Gegensatz zu GPN 19 wesentlich besser funktioniert, dass die wieder zurück zu uns gekommen sind. Da sind wir sehr glücklich drüber.
Und ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, vor allem am Donnerstag und am Freitag gab es regelmäßig Gewitterwarnungen, die sich sehr kurzfristig angekündigt haben, wo, ich sag mal, auch bei uns in der Orga sehr hektisch war. Was machen wir? Fliegt uns vielleicht das Gulaschzelt weg? Müssen wir irgendwie die Waffeln retten? Hat sich aber herausgestellt, Karlsruhe ist eine ganz gewöhnliche Gewittersenke und mehr als ein paar Regentropfen sind dann doch nicht passiert und das ist auch irgendwie schön für diese Veranstaltung. Genau. Und von meiner Seite war es das jetzt. Es sei denn, es wollen noch irgendwelche Leute ganz spontan Statistiken vorstellen, die sie vorbereitet haben. Gut. Dann muss ich noch einmal ganz obligatorisch dazu kommen. Die Veranstaltung GPN 20 und auch alle zukünftigen GPNs, wir wollen weiterhin das Format erhalten, dass hier jeder hinkommen kann, dass es eine offene Veranstaltung ist. Und um das möglich zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Die GPN lebt nur von den Spenden, die wir von euch bekommen, ganz egal, ob bei uns am Infotresen oder digital per Überweisung. Bitte? genau. Und ganz herzliches Dankeschön, dass ihr da wart und... Ach so, jetzt... Und ganz herzliches Danke, dass ihr alle da wart. Ihr macht die Veranstaltung zu dem, was sie ist, nämlich eine Mitmachveranstaltung für alle und jeden. Und das ist ganz toll. Und wir freuen uns riesig darauf, hoffentlich nächstes Jahr euch zur 21. Gulasch-Programmiernacht einzuladen. Und ansonsten sieht man sich entweder auf der MCH, auf den Datenspuren, auf dem Voidcamp. Es gibt dieses Jahr, glaube ich, wieder auf der großen Winter-GPN hoffentlich. Wir sehen uns.